gestreckten Arm in die Richtung Plunge arbeiten, ganz einfache Vorübungen für eine Plunge. Hat aber auch einen riesen Benefit, wenn ihr da schon ein bisschen dran gearbeitet habt und wirklich stark seid. Einfach Fokus auf perfekte Positionen und vor allem auf Kontrolle vom Schulterblatt. Wir starten beim Warm-up eben mit einem Schulterblatt-Warm-up. Wir starten mit Skip oder Push-Ups. Nur die Schulterblätter in der Liegestützposition nach maximal vorne und nach maximal hinten. Becken bleibt aufgerichtet, Wirbelsäule bleibt unverändert und jegliche Bewegung passiert nur in den Schultern. Dann das Ganze in der Gegenbewegung, aus Ruderbewegung. Mal als kleines Beispiel, man kann das zu Hause schön am Türstock machen, man kann es in der Ring Row Position machen, man kann es im Notfall auch mal im Hänger noch machen. Also ihr hängt und ihr dran, auch hier Schulterblätter zusammen und nach vorne. Zusammen und nach vorne. Als letztes haben wir Straight Arm Raises, die gehen dann da schon hin, wo nachher die Plunge Slides hingehen. Leichtes Gewicht, 5 Kilo, 10 Kilo Scheibe. Ungefähr eine Fußlänge weg von der Wand. Becken aus dem Hohlkreuz raus, Schultern nach vorne pushen, angestreckten Arm hoch bis ungefähr ein bisschen über Kopfhöhe. Und angestreckt an, wieder runter. Einfach um diese Bewegung zu primen. Dann haben wir Tuck, Plunge, Slide, ich zeige die von der Seite. Zu Hause auf Laminatboden einfach ein Kissen nehmen, das rutscht sehr schön. So ein Slideboard kann man benutzen, Möbelroller oder ihr versucht es am Boden. Je mehr Friktion ihr vom Boden habt, desto schwerer wird es. Wichtig, Schulterblätter bleiben vorne und drücken in den Boden rein. Becken bleibt aus dem Hohlkreuz. Knie sliden knapp über dem Boden vor. Ihr könnt die vordere Position halten oder auch versuchen, in der vorderen Position die Knie etwas und die Füße etwas vom Boden wegzunehmen. Hände dürft ihr gerne ausdrehen. Jetzt Gewicht drüber nehmen, slide und wieder nach hinten raus. Gewicht drüber nehmen, slide und gerne kurz versuchen zu halten, bevor ihr wieder hinten rausgeht. Dann haben wir danach noch AMRAP Lean Forward Push-Ups. Ihr kommt in diese Position und ihr stellt euch vor, ihr macht einen Push-Up fast am gestreckten Arm. Je näher ihr schafft, die Hände Richtung Hüfte zu bekommen, desto schwerer wird die Bewegung. Perfekte Wiederholung zusammen. Also, vorlehnen und vorne oben wieder rausziehen. Am Schluss noch Schultergesundheit, sehr klasse Geschichten davor. Deswegen Schultergesundheit hinterher. Shoulder Cars an der Wand. Stellt euch nahe an der Wand. Schulterkreis, Fokus. Oberkörper bleibt komplett gerade ausgerichtet. Die Wand, wenn möglich, nicht berühren. Und selber Weg wieder zurück. Und External Rotation von der Schulter. Am Boden sitzen. Ein Knie aufstellen, Arm drauf, 90 Grad hinter dem Ellbogen. Jetzt Gewicht über die Schulterinnerrotation langsam ablassen und über die Außenrotation wieder hochziehen. Viel Spaß beim heutigen Training.